Ja, hi, willkommen, mein Name ist Dani Röpe und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Valkyria Chronicles. Ja, in der letzten Folge haben wir mal hier so ein Skirmish gemacht und jetzt wollen wir hier weitermachen mit Kapitel 6, die Wüstenbegegnung ins Badlands, also ins Ödland. Und ja, hier sind nur zwei Panels, deswegen glaube ich, dieser Part wird nicht so lang, aber mal gucken. Vielleicht sind die ja voll extrem lang und ja, wer weiß. Wer weiß das schon. Hab das Spiel auch nun schon mal durchgespielt. Edelweiß in der Haus. War es jetzt gerade Edelweiß? Wo kommen die anderen Panzer her? Und immer nur die vier. Der Rest des Quads alles in der Edelweiß drin, ne? ここはすげえとこだな。岩は穴ぼこだらけだし、地面はひび割れだらけだしよ。大昔、ここには古代の都市があったらしいんだ。今は不毛の砂漠になってしまっているけどね。私知ってるよ。ダルクスの最悪ってやつだろ。 ああ、いつにしろみたいなラシスティング式。都市を丸ごと焼き払ったっていうじゃないか。どうやったらこんだけ広い場所を丸ごと焼いたりできるんだ。わかんねえな。イサラは歴史的根拠のない風説だって言ってたけど、あいつら昔からラグナイト掘りの仕事とかやらされてるだろ。あたいらも知らない。怪しいラグナイトの技術とかを知ってるんだよ。 ウィスイボーブ。あと、イサハラ。この砂漠まで連れてきて、今回の任務は一体何なんだ？このバリア砂漠の遺跡周辺に帝国軍が駐留しているという情報が入ったんだ。情報の信憑性を確かめるのが、今回の第7小隊の任務になる。こんな場所で、一体何やってんだか。帝国のやることは、わけわかんないよ。鋭い。 確かに何か秘密があるのよ。こんな場所を占領するなんて無意味だもんね。待って。 Oh mein Gott, der Plot. ほい、040に敵戦車発見。距離800。敵歩兵も複数確認。戦闘態勢に入っている模様。お待ちかねの敵さん登場か。第7小隊、戦闘隊形に展開せよ。 Und nach dieser Cutscene marschierte das ganze Squad 7 aus dem Panzer heraus. Wie eine Clownstruppe. Jäger und Gregor. Okay. Den Jäger, den kennen wir ja schon. Wer ist nochmal Gregor? Ist das der andere, der Blonde? Von den Generälen hier? Ich glaube schon. そんな険しい顔をして、どう？貴様、何でもない。おいおい、そう邪険にしなさんなって。何か気になることでもあったのかい？マクシミリアン殿下のことだ。戦略的価値のないバリアス砂漠などに自ら進軍なされたのが気になってな。セルベリアを連れて行ったからには、おそらくバルキュリアに関連したことだろう。 Der König ist also auf dem Weg persönlich irgendwohin。いささかバルキュリアの力に固執しすぎる嫌いがある。まあマクシミリアンが執着するのもわからなくはない。バルキュリアの力はヨーロッパを、いや世界を制することができるほど強大な力だ。あは。あのような力に頼らなくとも。 帝国の軍需力を持ってすれば、ヨーロッパの支配はたやすいことだ。より強い力を持った方が道のりはそれだけ短くなる。それに俺は祖国の復興をマクシミリアンにかけているからな。
やつにはガリア戦線を勝利で飾り、帝国での地位を確固たるものにしてもらわなければならん。ま、砂漠の土産話でも楽しみにしていようじゃないか。 Ja. So. Unangenehm. Wir haben erst 5 Minuten hinter uns und mein Gott, das ist doch viel zu kurz. Ich habe jetzt aber auch nicht so viel Zeit, den ganzen Kampf hier zu machen, weil ich weiß nicht, die Karte sieht ziemlich groß aus und ich meine, war auch lang. Deswegen, ja, muss ich das hier verfrühten Schnitt machen. Und hing dann wahrscheinlich an den Tag, in dem ich halt upload, den Kampf direkt hinter. Weil jetzt schaffe ich das ehrlich gesagt nicht mehr und ich habe auch keinen Bock mit dem Kampf hier irgendwie so zwischenspeichern zu machen. Da geht da glaube ich auch und dann einfach so dann im nächsten Tag daran zu kommen und so. Wenn ihr wisst, was ich meine. Nicht? Okay, ja. Wie auch immer. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Part von Let's Play Valkyria Chronicles. Tschüss!